So, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Risen. Letzte Folge haben wir den Dieb aufgeklärt, beziehungsweise die Einbrüche aufgeklärt von Sid. Haben wir Sid aber nicht verraten, sondern haben Doyle dann in die Wüste geschickt. Wir sollen jetzt hier Dagel, Dorgel, Dungeldung verkloppen und müssen ihn mal fragen, ob er mal über Schutz nachgedacht hat. Magst du Kondome? Hast du schon mal über Schutz nachgedacht? Die Ordenskrieger beschützen mich und die Jungs sind gut. Sie halten dir vielleicht das einfache Volk vom Hals, aber was ist, wenn es jemand auf dich abgesehen hat? Aha, daher weht der Wind. Du kommst vom Don, hä? Willst schnell ein paar Goldstücke abgreifen. Das haben schon ganz andere versucht. Muss ich dir erst wehtun? Na endlich! Ich dachte schon, du wolltest nur reden. Ich hau dich um, du Wurst! Der hält aber auch ein bisschen was aus, über das Gefühl. Ah, ne, geht. Komm ran. Ah, nein, lass das. Fieser Typ. So, noch einmal eine Combo. So, das und das. Kann ich mir schnell was klauen, sage mal. Klau, klau, klau. Klau, 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 klau. Hab eine Rübe geklaut. Hallo, was Mo. Willst du hier? Entschuldigung, Mo, ich gehe wieder runter. Aber eine Rübe habe ich geklaut. Oh, Rodriguez, hallo. Hier? Wenn ich gerade deinem Fleischer ins Gesicht getreten habe. Auf die Finger schauen, so. Solange du hier bist. Ah, dann gehe ich kurz raus. Jetzt gehe ich wieder rein. Hallo, Dagel. Wie sieht es jetzt mit Schutzgeld aus? Tja, die Schlägerei war nicht schlecht. Warum sollte ich darauf verzichten? Ich sagte dir bereits, ich zahle nicht. Und jetzt schwör ab, du Ratte. Tja. Echt? Okay, das hat nicht geklappt. Warum auch immer. Dagel wird nie zahlen. Er prügelt sich einfach zu gerne. Mach dir nichts draus, Kleiner. Er ist ein harter Knochen. Bisher hat es noch keiner geschafft, Dagel was abzunehmen. Und was machen wir jetzt? Er meint, er braucht keinen Schutz. Dann soll es so sein. Wir werden ihn eines Besseren belehren. Wir nehmen uns das, was er uns nicht geben will. Was soll ich klauen? Dagel hat eine persönliche Truhe, die sich mit entsprechender Übung und einem Stück Draht aufbrechen lässt. Woher weißt du das? Das hat mir ein kleines Vögelchen gezwitschert. Alles, was er sich verdient hat, sammelt er darin. Räum seine Truhe leer, komplett leer. Vielleicht wird ihm das eine Lehre sein. In der Fleischerei ist viel los. Dann wirst du vorsichtig vorgehen müssen. Okay. So, hier, 20 Gold haben wir, perfekt. Wir können absolut nichts tun. Nichts. Okay. So. Hier, Kneipe, Ingvar. Hat meine Alte dich geschickt? Ja, deine Alte hat mich geschickt. Ja, genau, deine Frau hat mich geschickt. Dann sage ich, komm zurück, sobald ich Gold aufgetrieben habe. Also nie. Was denkst du über die Inquisition? Schweinehunde allesamt. Sperren uns hier ein und behaupten, sie wollen uns helfen. Da spuck ich drauf. Was machst du hier? Das frage ich mich auch. Ernte weg, Kühe weg. Und dann haben sie uns vom Hof gejagt. Und jetzt will Carrasco mir nicht mal mehr einen Job als Kistenschlepper geben. Vielleicht säufst du zu viel. Ach, Quatsch. Das hat damit nichts zu tun. Sondern? Langsam fängst du an, mir auf den Sack zu gehen. Wenn du quatschen willst, geh zu Lukor. Der weiß doch, was läuft. Was willst du? Wenn du mir nichts zu sagen... Okay, ich speichere mal wieder. Ich habe gerade ein ungutes Gefühl. Was soll der Scheiß? Das beschwert sich ja keiner. Ich meine, klar, ja...
und sagt, ey, was soll der Scheiß? Aber das juckt mich ja nicht. Kann ja reden, wie er will. Ey, krieg ich deine Wurst? Was soll der Scheiß? Danke. Ich brauche Wurst. Nico. Hi. Was guckst du denn so? Hast du noch nie einen arbeitslosen Fischer gesehen? Du bist ein arbeitsloser Fischer. Hey, lass mich einfach in Ruhe trinken. Wenn du reden willst, spendier mir einen Rum. Hast du meinen Rum? Hier hast du einen Rum. Prost. Der Suff ist das Einzige, was ich noch habe. Du bist Fischer. Ei, bin ich, aber ich habe mein Boot draußen im Sturm verloren. Seitdem habe ich nichts mehr. Ich kann froh sein, dass Patty mich noch anschreiben lässt. Ich suche einen Käufer für einen Fischladen. Und? Was habe ich damit zu tun? Wäre das nichts für dich? Du bist schließlich Fischer. Ich? Fische verkaufen? Warum sollte ich das tun? Ein Fischladen wäre genau das Richtige für einen Fischer. Das will ich meinen. Und du hast gerade keine Arbeit. Da ist was dran. Wie viel soll der Stand denn kosten? Für 300 Goldstücke gehört der Stand dir. Es ist bitter, aber ich habe wohl keine andere Wahl. Was meinst du? Ich habe nicht genug Gold und brauche deine Hilfe. Was soll ich für dich tun? Pass auf, ich habe da etwas, das ist viel mehr wert als die paar Goldmünzen. Wo ist dann das Problem? Psst, nicht so laut. Es ist ein Artefakt aus den Ruinen. Verstehst du? Du lässt anschreiben, obwohl du ein Artefakt besitzt? Das kann man nicht einfach so verkaufen. Dafür kann man in die Vulkanfestung geschmissen werden. Verstehe. Aber ich würde es dir verkaufen. Für 300 Goldmünzen. Dann kann ich den Laden übernehmen. Was ist das für ein Artefakt? Ein Ring. Ich glaube, er ist ein bisschen magisch. Was ist? Willst du ihn? Naja, auf jeden Fall habe ich im Moment keine 300 Goldstücke. Entschuldigung. Tüter. Interesse an einem wertvollen Artefakt? Ach komm, alle wollen mir hier ihre Scheiße verkaufen. Das ist zu riskant. Was für ein Artefakt hast du anzubieten? Eine Goldschale. Sehr wertvoll. 150 Goldmünzen will ich dafür haben. Okay, ich denk drüber nach. Wer bist du? Ich bin Schatzsucher. Heiße Dieter. Du bist einer der Drillingsbrüder, richtig? Du kennst meine Brüder? Kennen ist zu viel gesagt. Zumindest bin ich schon mal einem von euch begegnet. Dein Bruder Olf wird von den Weißen gefangen gehalten. Olf ist stark. Er wird sich wieder befreien. Ihr seid ja eine tolle Familie. Woher stammt dein Artefakt? Aus den Tempelruinen. Ist sehr wertvoll. Das ist... Ach ja, na gut. Mehr kann ich mit dir nicht reden. Alles klar. Oh, hier ist ein Apfel. Keiner gesehen. Mein Apfel. Oh, hier ist ein Krautstängel. Und Bier. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Wenn... Ich räume hier ja nur auf, wenn die ihren Scheiß hier liegen lassen, ist das ja nicht mein Problem, ne? So. Hier ist eine Wache und hier liegen Kartoffeln. Cool. Let's play, speichern. Hey, drei Kartoffeln! Drei Kartoffeln, die drei Kartoffeln. Ja klar, greif ruhig zu! Danke, lieb von dir. Na, mal gucken. Gibt's ja noch mehr zum Zugreifen. Ich greif bei dir mal zu. Lass dir nicht einfallen, hier nochmal was zu stehlen. Entschuldigung. Du, das ist gerade ganz schlecht. Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Ja, stimmt. So, ach ja, ich könnte mal mit Patty mal reden, wa? Hallo, Patty Maus. Hey, Fremder. Du siehst aus, als könntest du einen ordentlichen Schluck vertragen. Hier hast du ein Bier. Trink erstmal einen. Das Zeug ist das Beste der ganzen Stadt. Danke. Om nom nom. Das ist gut. Du bist sehr jung. Für eine Kneipenwirtin. Eigentlich wäre ich gar nicht mehr hier, wenn die Weißen die Stadt nicht abgeriegelt hätten. Weil ich nicht in der Gosse leben wollte, habe ich diese Kneipe hier übernommen. Wenn ich könnte, wäre ich schon lange weg. Das kannst du mir glauben. Was genau willst du draußen vor der Stadt? Das kann dir doch egal sein. Aber wenn du es genau wissen willst, ich suche etwas. Etwas sehr Wertvolles. Was denn? Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Na klar. Siehst du? Ich nämlich auch. Ha! Genatzt! Du machst mich neugierig. Wonach genau suchst du? Du lässt nicht locker, was? Na schön, wenn du es unbedingt wissen willst. Ich suche meinen Vater. Oh. Ach,
Sein Name ist Gregorius. Er ist Seemann. Man sagte mir, er sei auf dieser Insel. Ich bin nur allein wegen ihm hierher gekommen. Doch bisher fehlt mir von ihm jede Spur. Ich kann nur vermuten, dass er sich außerhalb dieser Stadt irgendwo auf der Insel herumtreibt. Ich werde dir helfen, deinen Vater Gregorius zu finden. Da hast du dir was vorgenommen, du Held. Aber bitte, wenn du unbedingt willst. Ich weiß nicht, ob du Kapitän Romanov kennst. Ich hörte, er sei mit seinem Kahn hierher gekommen und soll sich irgendwo hier in der Stadt aufhalten. Romanov ist auch Seemann. Er hatte oft mit meinem Vater zu tun. Also, wenn jemand wissen könnte, wo mein Vater sich aufhält, dann ist es Kapitän Romanov. Oder jemand seiner Mannschaft. Du willst also aus der Stadt? Und wie soll das gehen? Das weiß ich noch nicht. Ich habe nur gehört, dass es einen anderen Weg aus der Stadt geben soll, als die beiden Haupttore. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Geredet wird viel in dieser Stadt. Ich werde dir helfen, die Stadt zu verlassen. Das ist dir rührend, kleiner Held. Das haben schon ganz andere gesagt. Aber das waren nur Pfeifen. Es war keiner dabei, der wirklich was auf dem Kasten hatte. Also, wenn du wirklich einen Weg aus dieser Stadt heraus weißt, dann raus mit der Sprache. Ansonsten mach hier keine Sprüche, klar? Was wird denn so geredet über einen geheimen Weg aus der Stadt? Es heißt, dass Artefaktschmuggler hier in der Stadt ihre Ware an den Don liefern würden. Doch die Weißen lassen kein Schiff mehr ablegen und die Haupttore werden ebenfalls bewacht. Die Artefaktschmuggler müssen einen Weg gefunden haben, den die Weißen noch nicht kennen. Verstehe. Kennst du jemanden dieser Artefaktschmuggler? Ich vermute, dass die Banditen vom Don dahinter stecken. Aber genau weiß ich das nicht. Im Grunde versucht doch jeder, der ein Artefakt findet, es gewinnbringend zu verkaufen. Wer hat da schon den Durchblick? Ich jedenfalls nicht. Mann, Mann, Mann. Unser kleiner Held, ne? Kaum sieht er zwei zusammengedrückte Brüste, fängt er an, hier tollkühne Versprechungen zu machen. Ich glaube, wir gehen erstmal da, oder? Ne, wir gehen erstmal da rein. Mana-Pflanze, Heilwurzel. Lukor. Oh, ein kleines Herzchen auf dem Scheißhaus. Na Mensch. Halt! Was ist los? Das Lagerhaus untersteht dem Orden. Und? Und ich hab schon mehr als genug Ärger mit Typen wie dir. Krieg ich mit, dass du dich drin rumtreibst, hau ich dir aufs Maul. Das ist zu riskant. Ah, ich muss unbedingt auch Stufe 2 lernen. Was hast du für Ärger? Der Schmuggel mit den Artefakten. Es ist schon schlimm genug, dass sie aus den Ruinen gestohlen und in die Stadt gebracht werden. Aber dazu kommt noch, dass auch das Lagerhaus nicht sicher vor Diebstählen ist. Alles, was wir einsammeln, versuchen die Banditen uns wieder abzunehmen. Wie kann ich helfen? Ich brauche jemanden, der sich um die Goldschalen kümmert. Außerdem will ich, dass die Rüstungsplatten wieder zurückgebracht werden. Reden wir mal über meine Belohnung. Es geht dir ums Gold? In dieser Stadt gibt es anscheinend keinen Mann mehr mit Idealen. In dieser Stadt gibt es auch anscheinend nichts umsonst. Also gut, wenn du mir hilfst, kannst du deine Belohnung selbst wählen. Mhm. Woher kommen die Goldschalen? Irgendjemand hat eine verbotene Ausgrabung an einem der alten Tempel vor der Stadt veranlasst und 3 große Goldschalen dabei erbeutet. Seitdem versucht dieser jemand, die Goldschalen auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Verdammt nochmal, wann kapieren diese Idioten endlich, dass es zwecklos ist? Früher oder später werden wir sowieso alle Artefakte erwischen. Was hat das mit dem Diebstahl auf sich? Die Tagelöhner haben 5 alte Rüstungsplatten mitgehen lassen. Von alleine sind die bestimmt nicht auf die Idee gekommen. Nein, Lukor steckt dahinter. Sprich mit ihm und finde raus, wo die Platten sind. Junge, dein Stab ist total stumpf und du solltest vielleicht nicht an der Klinge anfassen. Hier, guck dir das an. Okay. Hey! Warte, nicht hier. Was? Carrasco muss ja nicht alles mitkriegen. Lass uns woanders hingehen. Okay. Ich red mal das Mädel an vorher. Hallo? Wenn du was von mir willst, musst du erstmal bei Sonja bezahlen. Solange behältst du gefälligst deine Pfoten bei dir, klar? Verstehe. Du bist das bezauberndste Wesen, das ich je gesehen habe. Oh, danke. Das war das Netteste, was mir ein Mann jemals gesagt hat. Du bist nicht so wie die anderen. Du weißt, wie man mit einer Frau umgeht.
Oh. Wer ist Sonja? Sag bloß, du kennst Sonja nicht. Was bist du denn für einer? Donna Sonja ist mein Boss. Ihr gehört das Bordell im westlichen Hafenkai. Ah ja. Ah ja, okay. Ahoi. Hey, kennst du einen guten Witz? Ja klar, pass auf. Drei Nutten sitzen am Hafen. Eine Blonde, eine Brünette und ein Rotschopf. Sagt die Blonde zu der Brünetten. Den kenne ich schon. Wie ist die Lage? Sieht nicht gut aus. Kein Ende der Stürme in Sicht. Du bist ein Seemann? Ei, Fischer um genau zu sein. Aber bei den Stürmen fahre ich nicht raus. Jetzt schleppe ich Kisten. Viel kriege ich zwar nicht dafür, aber Carrasco lässt schon mal eine Wurst oder ein paar Goldstücke springen. Ich suche einen Käufer für einen Fischladen. Und du hast an mich gedacht? Nein, danke. Den ganzen Tag rumstehen und sich von irgendwelchen Idioten vollquatschen lassen? Dafür bin ich der Falsche. Versuch's mal in Pettys Kneipe. Was ist denn den ganzen Kisten? So schwer wie die sind, müssen da Steine drin sein. Weißt du, was drin ist? Das meiste sind Handelswaren. Gewürze, Felle, so ein Zeug halt. Und wem gehört das? Jetzt gehört hier alles dem Orden. Die benutzen das Lagerhaus für ihre eigenen Zwecke. Und wofür? Sie lagern seltsame Artefakte ein. Sachen aus den Ruinen. Nee. Da muss ich ja Geld für ihn bezahlen, wenn ich jetzt mehr Infos haben möchte. Das Geld habe ich ja gar nicht. So, Luca, was willst du denn? Hast du ein Problem mit Carrasco? Nein, es ist genau umgekehrt. Er hat ein Problem mit mir. Er guckt mir ganz schön auf die Finger. Hat Angst, dass ich hier was klaue. Und? Klaust du? Solange mir niemand was nachweisen kann, bin ich ein unbescholtener Bürger. Sie haben mich sogar durchsucht, aber nie etwas gefunden. Na Mensch. Ich bin zu schlau für sie. Das ist zu riskant. Ich suche Arbeit. Wenn du Kisten schleppen willst, musst du zu Carrasco gehen. Allerdings glaube ich nicht, dass du solche Arbeit suchst. Und was glaubst du, suche ich? Etwas, das mit höherem Risiko und höherem Gewinn verbunden ist. Habe ich recht? Was hast du anzubieten? Ein paar von den Jungs, die für Carrasco Kisten schleppen, arbeiten nebenbei für mich. Sie lassen ein paar Teile aus dem Lagerhaus mitgehen und dafür kriegen sie von mir eine anständige Bezahlung. Aber die Idioten kriegen den Hals nicht voll. Sie verlangen das Doppelte von dem, was ausgemacht war. Aber das können sie mit mir nicht machen. Nicht mit mir. Über welche Jungs sprechen wir? Da ist Buddy, ein Arbeiter hier aus dem Hafen. Und sonst? Ingvar und Vasili haben beide keinen festen Job und helfen hier nur ab und zu aus. Die meiste Zeit sind sie in Pettys Kneipe. Was haben sie gestohlen? 5 Rüstungsplatten. Mhm. Das sind goldene Stücke alter Rüstungen, die in den Ruinen gefunden wurden. Klingt interessant. Kann man die benutzen? Du meinst, um die eigene Rüstung besser zu machen? Ja. Nein, aber sie sind trotzdem wertvoll. Was soll ich mit den Jungs machen? Nimm ihnen die Platten wieder ab und bring sie mir. Wie du das machst, ist mir egal. Mir ist nur wichtig, dass am Ende die 5 Platten in meiner Tasche sind. Und Carrasco darf die Teile nicht bekommen. Am besten ist, er kriegt nichts von dem mit, was hier läuft. Was bekomme ich, wenn ich dir helfe? Du bekommst das, was ich mit den Jungs ausgemacht habe. 50 Goldstücke für jede Platte. Bei 5 Platten sind das 250 für dich. Schneller und leichter wirst du hier nirgendwo an so viel Gold kommen. Ich will 400. Willst du mich ruinieren? Da kann ich den Jungs ja direkt das Gold in den Rachen schmeißen. Ich sehe das so. Wenn deine Jungs das Doppelte wollen, musst du 500 Goldstücke zahlen. Und wenn ich die Drecksarbeit für dich machen soll, kostet dich das was. Bei 400 kommst du immer noch gut weg. Gut, du bekommst die 400. Aber nur, wenn du dafür sorgst, dass sich die Penner in Zukunft an die Abmachung halten. Ich besorg dir die Rüstungsplatten. Ich wusste, dass du eine Chance erkennst, wenn du eine bekommst. Ich bin hier, wenn du mich suchst. Nun gut. Ich habe ja schon 3 von 5. Und von Buddy haben wir ja den Schlüssel geklaut eben gerade. Ich denke mal. Oh, wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Da müssen wir jetzt die Folge wieder beenden. Ach Mensch. Immer wenn ich Wilson spiele, dann vergeht die Zeit so im Fluge. Das ist so schlimm.
Du bist so eine Bäuerin. Okay, gut. Du bist eine Wache und wenn ich hier hochgehe, dann sind wir wieder hier. Alles klar, weiß ich Bescheid. Gut, ich würde sagen, 20 Minuten. War schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis morgen, bis zur nächsten Folge. Ich habe Spaß. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bis bald. Ciao.